Du meine. Ja, den haben wir die Arschfalte nachgezogen. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal von Let's Play mit Mr. J. Dieses Mal ist es eine ganz besondere Folge, denn ich spiele nicht alleine, sondern ich spiele mit der guten Miss Fassel. Hallo! Die springt mal vor mir ganz nett rumherum. So, wir spielen heute das Spiel Left 4 Dead 2 und wir starten mit dem Infektionszentrum. Und ich würde einfach mal sagen, wir starten jetzt mal, oder? Alles klar. Ich muss mich gerade noch ein bisschen an die Stelle. Ja, ich bin auch gerade gewohnt eigentlich, dass man mit rechts, mit der rechten Maustaste zielt, ne? Was auch generell mir bei diesem Game vorkommt, dass es von der Steuerung her oder von der Bewegung ziemlich schnell ist. Mhm. Wenn man sich so nach vorne bewegt. Hier ist eine Flasche mit, Hallo! Ich hab dich jetzt sogar schon aus den Augen verloren. Ach, hier bist du. Was mir generell bei diesem Game gefällt, ist ja, dass es ziemlich rasant zur Sache geht auch. Ja. Oh, der hat mich jetzt schon fett. Oh, du bist verprügelt. Aber so richtig, ey. So. Die Steuerung ist doch, muss ich kurz. Ja, die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, ist ziemlich sensibel. Also mir kommt vor, wenn man so ein paar Minuten zockt, dann geht es irgendwie, aber. Ah ja, so 10 Minütchen und dann kommt man rein. Ich muss ganz sagen, für dass das Spiel eigentlich jetzt doch schon ein paar Jahre alt ist, spiele ich es eigentlich immer noch wahnsinnig gerne. Ja, ich auch so für zwischendurch ist das immer mal gut. Ich meine ja, Zombies ist ja so ein Endzeit-Klassiker irgendwie. Das wird ich glaube, das wird generell nie langweilig. Ach, das waren Hunter sogar. Ich finde diese Special-Zombies halt mega. Ah! Nein! Ich finde diese Special-Zombies halt mega cool eigentlich. Ja, die bringen dann auch immer so ein bisschen Stimmung in die Sache rein, denn eben einfach nur die Standard-Zombies abknallen wäre ein bisschen langweilig. Ja. Was mir nur komisch vorkommt, ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass die Zombies so schwarz sind. Ja, irgendwie schon, gell? Oder ist das jetzt nur bei mir so? Nee, bei mir ab und zu auch. Ich hab die irgendwie anders in Erinnerung, aber. Kann mich auch generell jetzt gerade ein bisschen. Wie lade ich täuschen. Nach? Ganz durch auf R oder? Mit R, ja. Lade! Lade nach! So, gehst du vor oder soll ich vorgehen? So langsam. Na egal. Ah, jetzt falle ich noch runter, weißt du? Hier liegen Tabletten, falls du drauf. Also da bin ich schon mal runtergeflogen. Lade nach. Bei diesem. Wie du tast. Wie deiner Tasche, damit hast du ja keine zweite Pistole genommen. Na, warte mal, nee, noch nicht. Hier ist irgendwo ein Jockey. Warte mal, ich gehe auf der anderen Seite rein, vielleicht kann ich. Ja, jetzt hat er mich. Und jetzt bin ich auch noch runtergefallen. Nee, komm schon. Ich renne dann einfach wie immer irgendwo vor oder so. Lade nach! Jetzt sind auf einmal ganz viele von diesen Special-Zombies hier. Hallo? Lade nach! Irgendwie hänge ich gerade in der Tür fest. Warte mal, ich komm mal, vielleicht kann ich die Tür irgendwie aufmachen. So. Ja, wenn der fette Brocken hier am Boden vor dir liegt. Genau, wie heilt man denn jemand anders? Ah, warte mal, das muss ich jetzt selber. Ich glaube, du musst da das Medipack auswählen und dann zu jemandem hingehen und dann einfach die Taste drücken. Okay. Das machen wir jetzt einfach. Alles klar.
Oh. Habe ich jetzt auf dich geschossen? Ja. Oh, sorry, das wollte ich nicht. Das passiert aber auch oft bei dem Spiel. Ja, leider. Oh, diese. Jetzt schicke ich Kotze. Die mit ihrer Kotze. Achtung! Oh, jetzt. Nee. Ich kann nur eine Waffe aufnehmen. Ist das doof? Von den Pistolen konntest du aber eigentlich zwei aufnehmen vorhin. Ja, das eine. Ich habe mir schon gedacht, vielleicht ist das eine jetzt gerade irgend so eine Magnum oder was? Wo vielleicht nur eine geht. Wow. Ich gehe auf. Oh, jetzt habe ich Feuer gefangen. Ich brenne. Ich auch. Ich auch. Aua. So, ich glaube, jetzt sind wir eh schon ziemlich am Ende. Also, das heißt, am Ende vom Lift. Genau. Ja, sind wir auch. Ja, hier. Dieser Aufzug geht. Und soweit ich das Spiel in Erinnerung habe, müsste dann unten eh bessere Waffen. Zombie-Apokalypse. Ja. Scheiße, Mann. Scheiße, was machen wir jetzt? Ruhig Blut, Kleiner. Wir packen das schon. Wie heißt du? Alice. Ich heiße Alice. Kane, da steht WhatsApp. Was eben echt gut war. Ach ja, genau, hier unten brennt's, ja. Ich glaube, wir können. Also, in echt könnten wir hier gar nicht langlaufen, so mit dem Rauch hier. Okay, genug. Nee, also, ich glaube, dass du da wahrscheinlich mit dem Atmen ziemlich Probleme haben würdest. Neben Schuss. Vor allem, wenn es dann hier so brennt, dann das wäre ja sowas von heiß. Also ich glaube nicht, dass man da sich lange aufhalten könnte. Glaube auch nicht. Aber ich glaube, das Game. Du nicht. Ich sehe hier gar nichts gerade. Ah, siehst du mich? Ich glaub, ich so an sich, das sehe ich, aber ich sehe ansonsten. Ich habe nämlich einen Weg gefunden. Nichts. Okay, dann komme ich dahin. Ah ja, bin ich zu früh abgebogen. Aufpassen! So war mal die Spitze, glaube ich. Aufpassen, Mann, das fliegt gleich an! Wow. Also hier erkennt man ja wirklich fast gar nichts. Mm-mm. Auch wenn ich das so sagen darf, du spielst ziemlich gut. Also, wie gesagt, vor ein paar Jahren habe ich sehr, sehr viel gespielt. Oh shit, jetzt bin ich angekotzt worden. Und wenn man da die Kotze im Gesicht hat, dann stürmen ja die ganzen Zombies auf einen. Ja. Das war jetzt nicht ich. So, wir gehen am besten einfach mal in den Schutzraum rein und machen die Tür zu und. Erste Sache haben wir schon erledigt. Yay. Ja, genau, da gab es ja auch die Witch in diesem Spiel. Oh Gott, die ist so nervig. Die hört man ja immer so rumheulen, glaube ich, oder? Bevor sie
Genau. Aber ich glaube, ich habe es mal ausprobiert und habe die ignoriert und irgendwie, also wenn man nicht auf die schießt, dann greift die einen auch nicht unbedingt an. Aber ehrlich gesagt, ich kann da meistens nicht widerstehen, der eine reinzuballern. Ich versuche dann immer, welche Rohrbomben oder so zu nehmen. So, natürlich machen wir das. Hier noch Schönes. Was denn jetzt? Die Feuerfest? Lade nach. Vor allem, was mir an diesem Game ja eigentlich auch gefällt, ist, dass wenn man gut miteinander zusammenspielt, dann kann man ja wirklich sich gegenseitig im Lade Team nach. Ergänzen. Und das ist ja generell um einiges besser, wenn man sich kennt, als wie wenn man einfach so. Ich mach einfach die Tür auf, ne? So reingeht, ja, passt. Bereit? Oh, Entschuldigung. Kein Problem, ich halte das aus. Aber das gibt keinen Schaden, oder? Wenn man sich gegenseitig abschießt? Ja, ich glaube nicht so viel, wie wenn du jetzt einen Zombie treffen würdest. Also ich glaube, wenn du die ganze Zeit auf mich ballern würdest, dann glaube ich, könnte es schon sein, dass ich Schaden davon trage. Hier hinten habe ich irgendwo noch eine Rohrbombe gesehen. Ah, da. Die sind auch eigentlich ganz praktisch. Oh oh. Lade nach! Scheiße, ach. Bist du gut. Das ist so ekelhaft. Ach komm schon, da ist wieder so ein fetter. Wo ist der? Oh. Lade nach! Lade. Okay. Also ich glaube, wenn wirklich mal so eine Apokalypse ausbrechen würde, ich glaube, wir wären relativ schnell am Arsch. Ja, wahrscheinlich. Oh, oh, was ist das? Oh nein, geh weg. Warte mal. Aua! Nee, jetzt hat er mich auch noch, oder? Nee. Ich brenne. Komm sofort. Oh shit. Ich lass dich doch nicht hier liegen. Komm, ich helf dir hoch. Oh. Hey, wartet mal. Muss heilen. Danke, ich schuld dir was. Jetzt steck mich mal. Muss mich heilen. Bescheuert. Hey, warte mal. Ich wollte dich heilen. Oh, zu spät. Ah, kacke. Warte mal. Kann ich dich spritzen auch? Nee. Das weiß ich nicht. Warum geht das nicht? Hier sind Granaten. Das ist doof. Ich geh nochmal zurück und schaue, ob es hier oben noch ein Medipack gibt. Ach, warte mal. Ja schon. Ah, du könntest rein theoretisch nochmal zurückgehen zum Anfang. Denn da müsste ja noch ein Medipack übrig sein. Was liegt hier noch? Was ist das? Oh. Ich glaube, wir müssen uns nur beeilen, denn die ganzen Gegner werden alle gerespawnt. Oh, nicht schon wieder. Können wir den Teamkill lassen? Ja. Lade nach. Los, zum Adrenalinschuss. So, warte mal. Ja, so ein Medipack ist noch hier. Oder zwei sogar. Super. So. Splittergranaten. Ach genau, ich habe auch noch gar keine Granate und jetzt. So, jetzt müssen ach, die werden komplett wieder ge. Ja, ich glaube. Also nicht alle, aber die meisten. Und wenn wir die. Ich glaube, dass wir die zusammen sicher gut in Schach halten können. Ich lade nach. Lade nach! Lade nach! Oh wei. So, wir gehen jetzt einfach mal da weiter. Die werden wir wohl brauchen. Warte mal, ich nehme den Kanister mal mit. Mhm. Ach ja, da kann man auch drauf schießen, gell? Hier, da ist nichts. Rohrbombe. Ah, da geht's weiter, glaube ich. Ja. Wohl nicht mehr weit.
Oder man kann auch mit der Rohrpumpe ganzen, also halt mit den komischen Kanister ganz nette Zombies hier verdreschen. Echt? Oh oh. Dir ist klar, dass du auf mich schießt, ja? Okay. Lade nach. Ja, also ich finde bei dem Game eigentlich so die Kommentare zwischendurch eigentlich auch immer wieder ganz witzig. Was ist los? Hast du da wer was verschieden? Manchmal frage ich mich echt, wo ich hinziele. Das geht mir aber auch so. Was ich aber doof finde, bei diesen Games zum Beispiel, wenn man dann irgendwie eingezinkelt wird von Zombies, kommt man dann fast nicht mehr weg. Wie klettert man einfach? Oh, okay. Einfach zu der Leiter gehen. Ich glaube, du bist eh schon oben. Jetzt ist mir doch auch gerade die Munition ausgegangen. Ey, echt? Also von der vom Maschinengewehr. Oh. Was machen die Typen da in den Anzügen? Lade nach! Okay. Ich bräuchte jetzt relativ schnell mal. Wieder eine andere Waffe. Oh, schade, ich möchte unendlich Munition. Ja, das wäre natürlich mega nice. Ah, hier ist nochmal Medipacks, falls du brauchst. Was ist los? Ich dachte, da wäre was zwischen uns. Aber hier ist nochmal Muni, ne? Ja, genau. Oh, ich höre so ein. Wie war der Name? Ein Jockey? Pillen. Nee, ich wollte den anzünden. Ja, Alter, warum gehen die scheiß nicht alle auf mich? Warte mal, ich zünde das jetzt an hier. Oh, die kommen jetzt auch noch von hinten. Nehmen Katana. Katana ist auch cool. Und hier ist ja schon wieder so ein Fetter irgendwo, ne? Ja, irgendwas hört man da. Sowas rumgeschleime. Ach, der ist da oben, glaube ich, immer, gell? Lade nach! Ein Blockhals! Ein Springer! Lade nach! Ah, warte mal, die Rohrpumpe ist, glaube ich, besser. Ah. Nee, also wie viel Pech kann man haben? Bist du Eier? Okay. So, wo bist du jetzt gerade? Hier. Ah, okay. Ja, irgendwie. Also das Game ist manchmal so schnell, dass man irgendwie so alles irgendwie aus den Augen verliert. Pillen. Ja. Brechstange. Oh, eine Witch. Ah! Mann, zu mit dem Ding woanders. Wo sind die Witch? Witch, Witch. Da geht's hoch. Warte, bleib mal still, ich möchte dich heilen. Ach so. Moment. Aber ist doch alles noch gut. Aufpassen! Ja, ich hab mir gedacht, bevor wir zu Witch kommen. Lade nach! So. Ich wusste gar nicht, dass die jetzt hier schon sind. Ich dachte, die sind immer ein bisschen später erst. Ja, was ich mitbekommen habe, ist, dass sie immer an anderen Stellen irgendwie so auftaucht. Der Waffenladen kommt gleich. Und einmal hatte ich zweimal kurz hintereinander das Vergnügen. Ja, im Sumpf sind ganz viele, ne? Da in dem. Wo die eine Fabrik steht. Ja, genau. Da sind ganz viele. Das weiß ich noch. Oh Mann, das wird echt cool. Hier ist es schon wieder Muni Muni. Und Laservisiere, genau. Laservisiere, genau. Alles hier gratis? So, Laservisiere. Testen.
Falsch. Aber bitte nicht auf mich. Warte mal. Ah, okay, Medipacks sind jetzt alle weg. Ah, nee, eins wäre noch da, wenn du dich heilen willst. Da hinten im Eck. Ah, okay. Ja, mach ich gerade. Ich brauch Deckung zum Verarzten. Und wenn jemand anderer das Medipack wegschnappt, dann schieße ich einfach über den Haufen. Alles klar. Wo war denn jetzt dieses Visier gelegen? Laservisiere. Ah ja, alles klar. Was habe ich denn jetzt für eine Waffe? Die geht auch, oder? Was ist denn hier noch? Shotgun. Also Shotguns sind ja meistens eher für kurze Distanzen und da bin ich nicht so der... Ganz schön teuer. Der Fan 2000. Davon. Hier sind Waffen. Ach so, eine taktische. Ach, eine Sniper, nee, die brauche ich nicht. Hier sind Gewehre. Also Sniper würde nur dann was bringen, wenn man sich verschanzen kann, aber das geht ja in dem Game ja eigentlich überhaupt nicht. Das finde ich doch ein bisschen schade. Okay. Ach ja, genau. Da müssen wir wieder das Cola oder irgendwas holen. Ja. Soll ich die Cola holen? Ah, weißt du ungefähr, wo sie steht? Ja. Also ich hoffe es, da hinten im Laden immer irgendwo. Ja, dann, also du kannst ruhig die Cola holen und ich gebe dir Feuerschutz. Okay. Kommen. Ich glaube nicht, dass sie im Laden auch schon auftauchen. Okay, ich hab deine Cola. Los. Ich hab die Cola. Warte, ich schmeiß eine Rohrbombe. Rohrbombe! Okay, die erste Welle ist mal weggesprengt. Mhm. Aber die rennen von überall her. Am besten ist, du läufst, glaube ich, außen rum. Ich lauf einfach mal, ne? Ach, komm schon. Ich kämpfe euch mit der Macht der Cola. Warte mal, ich bin auch gleich hier. Ich meine, eigentlich ist ja schon ziemlich pervers, dass man so einen Aufwand betreibt nur für so ein paar Cola. Ja. Aber wer weiß, wenn man nichts mehr hat. Muss nachladen. Du bist eh schon oben, oder? Ich bin oben, ja. Ja, dann kann nicht mehr viel passieren. Lade nach. Wow. Hast du die Cola schon reingeschmissen? Einkaufszentrum. Mhm. Wir können weiter. Ah, läuft. Hast du eigentlich das ganze Game dazu mal schon mal durchgespielt, oder? Ja, ja. Also ich weiß, bei mir ist es ziemlich lange her und ich kann mich eigentlich nur noch so wirklich an die ersten zwei, drei Teile erinnern. Hey, wir sind auf dem richtigen Weg. Lade nach! Ja, bei mir geht's auch, so ist schon lange her halt. Granate! Ich lade nach. Oh, das bist du. Ach, Gott. Manchmal. Ich habe ja bei solchen Games meistens das Problem, dass ich immer dann angegriffen werde, wenn ich gerade beim Nachladen bin. Ja. Oh, sorry. Alles gut. Lade nach. Tut mir echt leid. Oh. Lade nach. Ach ja, genau, da hinten gab es ja ein Auto, wenn man auf das schießt, dann geht der Alarm los. Und dann kommen noch mehr Zombies. Ja. Ich glaube, das lassen wir am besten besser mal. Muss man also ein bisschen aufpassen. Aber wir sind ja schon wieder im Schutzraum. Genau, warte, es ist noch ein Jockey hier, aber... Hey, jetzt ist Schluss mit ja, wir haben es alle geschafft.